Ja, ich möchte die Gelegenheit der Einladung nutzen, aus einem dezidiert städtebaulichen Blickwinkel auf das Thema der sinnlichen Wahrnehmung der Atmosphären von Stadträumen zu schauen. Und ich möchte vor allem mit meinem Vortrag aufzeigen, wie sich die Städtebaudisziplin inhaltlich und methodisch mit diesem Thema auseinandersetzt, weil die Diskussionen und Fragezeichen mindestens genauso groß sind wie in der Landschaftsarchitektur. Städtebau definiert sich immer noch vor allem als visuelle Disziplin, für die das Formen der Stadtgestalt im Mittelpunkt steht. Mit Städtebau wird Sichtbares hergestellt und materiell manifestiert. Straßenzüge, Gebäude, Plätze, Ensembles. Die Städtebautheorie kann dabei auf zahlreiche Handbücher zurückgreifen, in denen in Wort und Bild anhand gelungener historischer Beispiele illustriert wird, was beispielsweise ein Platz ist, wie er sichtbar gut gestaltet werden kann, welche Proportionen er haben sollte im Verhältnis zwischen Gebäudehöhe und Platzfläche zum Beispiel. Aber in der Diskussion über die Qualitäten der bestehenden, vor allem europäischen und nordamerikanischen Stadt, tauchten immer wieder und zunehmend mehr Argumente auf, bei denen der traditionelle städtebauliche Werkzeugkasten nicht mehr weiterhilft. Da ist von ästhetischen Herausforderungen des urbanen Zeitalters die Rede, von sinnlich wahrnehmbaren Standortqualitäten, von Wohlfühlfaktoren, von den Atmosphären einer Stadt, von der Emotionalität, Sinnlichkeit und Spiritualität des Menschen, die nach Ausdruck und Gestalt in der Stadt suchen, von einer Emotionalisierung des Wohnens, von Brandscapes für eine Erlebnisgesellschaft. Diese Entwicklungen stellen für mich als Städtebauerin eine Herausforderung dar, denn sie stellen an mich nicht mehr nur die Frage, was ein Platz ist, sondern vielmehr eine Frage, wie ein Platz erlebt wird und wahrgenommen wird. Mit der im Zuge des Spatial Turns eingeleiteten Wende vom Substantiv Raum zur Substantivierung von Eigenschaften, Räumlichkeit, stellt sich für die heutige Städtebautheorie zunehmend die Frage, was im Mittelpunkt ihres Gestaltungswillens steht bzw. stehen sollte. Ein Platz als containerartiger Raum, als Objekt und materielle Manifestation meines Entwurfsprozesses oder eine Platzartigkeit im Sinne einer erlebbaren Wahrnehmungsqualität. Mit dem konstitutiven Einbeziehen der Sinnlichkeit des Menschen und des sinnhaften Erlebens seiner Alltagswelt in den Entwurfsprozess stehen städtebautheoretische Begrifflichkeiten, Methoden und Gestaltungsmittel auf dem Prüfstand. Geht es mithin um traditionelle Denkgewohnheiten und Selbstgewissheiten? Ist Stadtraum steingewordenes Ergebnis der Kreativität eines Entwerfers? Oder ist Stadtraum ebenso eine ephemere Situation menschlicher Aneignung und Gebrauch? Dabei zeigt sich, dass zum Austarieren des Verhältnisses zwischen der Frage, was ist Stadt, oder der Frage, wie wird Stadt erlebt, städtebautheoretische Forschung in den letzten Jahren vor allem auf das Atmosphärenkonzept des Philosophen Gernot Böhme zurückgreifen. Dies hat zwei Gründe. Phänomenologen wie Gernot Böhme oder auch Hermann Schmitz übertragen selbst ihre wahrnehmungstheoretischen Ansätze auf das Thema Stadt und Stadtraum. Zweiter Grund: Aktuelle Stadtforschungen gehen davon aus, dass es in der Städtebautheorie keine Ansätze gibt, die von der sinnlichen Wahrnehmung ausgehen. Das heißt, dass wir als Disziplin selber keinen Fundus haben an Texten oder an theoretischen Ansätzen, auf die zurückgegriffen werden kann. Ich möchte Ihnen im ersten Teil meines Vortrags Stadtforschung vorstellen, die das Thema der Atmosphäre und Sinnlichkeit von Stadtraum mithilfe aktueller phänomenologischer Ansätze beantworten. Und ich möchte Sie im zweiten Vortragsteil etwas ausführlicher, weil das meine Forschung betrifft, auf historische Städtebautheorien neugierig machen, denen es vor allem um Räumlichkeit als Wahrnehmungsqualität geht und weniger um Raum als Gestaltungsobjekt. Zuerst zu den phänomenologisch orientierten zeitgenössischen Forschungen. Der derzeitige städtebautheoretische Perspektivwechsel, also gestalterische Orientierung am Objektier, Wahrnehmung und Wirkung als gestalterischer Ausgangspunkt dort, gründet sich unter anderem auf das Atmosphärenkonzept des Philosophen Gernot Böhme. Für Böhme ist gegenüber dem traditionellen Begriff von Sinnlichkeit als Konzertieren von Daten in die volle Sinnlichkeit das Affektive, die Emotionalität und das Imaginative aufzunehmen. Das primäre Thema von Sinnlichkeit sind nicht die Dinge, die man wahrnimmt, sondern das, was man empfindet, die Atmosphären. Für Böhme besitzt die Atmosphäre sowohl einen subjektiven Teil in Gestalt des eigenleiblichen Spürens und Befindens,
als auch einen objektiven Teil in Form von Stimmungsqualitäten der Umgebung. Während Böhmes Begriff der Atmosphäre in der Stadtforschung meiner Meinung nach fast schon überstrapaziert wird, lässt sich konstatieren, dass es bisher wenige Forschungen zur Erfassung von Wahrnehmungsqualitäten gibt und die Disziplin sich hier methodisch schwer tut. Und nicht nur der analytische Blick auf das atmosphärische, stadträumliche Situationen steht noch am Anfang, auch konstruktive Ansätze, entwerferische Ansätze zur Initiierung sinnlichen Wahrnehmungserlebens sind selten. Der Humangeograf Jürgen Hasse setzt sich seit langem mit dem sinnlichen Erleben des Stadtraumes und der Übertragung phänomenologischer Positionen, vor allem von Gernot Böhme und Hermann Schmitz, auf die Stadtforschung auseinander. Er ist einer der wenigen, der versucht, Atmosphären empirisch zu erfassen und Böhmes Konzept zu konkretisieren. Anhand der Drosselgasse in Rüdesheim geht er der Frage nach, wie sich forschungsmethodisch gestützte Aussagen über das atmosphärische Erleben einer Straße treffen lassen und inwiefern diese Kenntnisse methodisch und inhaltlich verallgemeinbar sind. Hasses phänomenologisches Setting ist das des sich selbst beobachtenden Beobachters. Studierende tragen in ein Forschungstagebuch ein, was sie beim Durchlaufen der Straße wahrgenommen, empfunden und erlebt haben. Dabei geht es Hasse explizit darum, dass die Studierenden die Straße nicht als materiellen städtebaulichen Raum beschreiben, sondern beschreiben, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, bei einer bestimmten Tageszeit, unter bestimmten Lichtverhältnissen und so weiter gesehen, erlebt, gerochen, gefühlt haben, gespürt haben. Anhand von Hasses Forschungen zeigen sich methodische Schwierigkeiten. Wie lassen sich die Atmosphären einer Straße systematisieren, wenn erstens dieses Erleben individuell und subjektiv und zweitens eine Gemengelage unterschiedlichster sinnlicher und äußerst ephemerer Eindrücke ist? Wetter, Licht, Tageszeiten, Jahreszeiten, Geräusche, Gerüche und so weiter. Aussagen über Atmosphären sind indirekt und verschlüsselt und müssen deshalb für Hasse mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse hermeneutisch bearbeitet werden. Es soll nicht der subjektive Sinn rekonstruiert werden, sondern das Wechselverhältnis von Gefühlen und symbolischen Konstruktionen. Folgende Ergebnisse beschreibt Hasse. Die baulich-physischen Merkmale der Drosselgasse wirken auf das gefühlsmäßige Befinden im Straßenraum. Die studentischen Aufzeichnungen verweisen immer wieder auf die bauliche Enge der Straße. Das Gefühl der Enge wird in den Aufzeichnungen in symbolisch-gesellschaftlichen Bedeutungen wahrgenommen und gewertet. Es korrespondiert dann mit Zusammengehörigkeit, Gemütlichkeit, Geborgenheit. Neben diesen symbolischen Kategorien werden jedoch auch leibliche versprachlicht. Die bauliche Enge wird dann als erdrückend, beklemmend, bedrohlich empfunden. Für Hasse stellen Städtebauer und Landschaftsarchitekten den objektiven Teil von Böhmes Atmosphärenbegriff her. In der Herstellung atmosphärisch anziehender Gegenden bewegen sich Architekten, Stadtplaner, Werber und andere ästhetische Arbeiter auf der Objektseite. Das subjektive, stimmungsmäßige Befinden der Individuen, die sich in den atmosphärischen Wirkungsbereich einer G- oder B-planten Gegend begeben, können sie nicht direkt beeinflussen. Indem eine Atmosphäre aber von der Subjekt- wie der Objektseite her bestimmt wird, lassen sich Eindrücke herstellen, die auf das Befinden hinzutretender Personen einwirken. Und Hasse kommt zum Schluss. Im Stadtraum überlagern sich physische Artefakte, die kulturellen Symbole und das situative Befinden anwesender Menschen. Neben den Bauformen, den artifiziellen Installationen wie Lichterketten, Werbeschildern, Leuchtstoffreklamen, den Kinos und Striplokalen, braut sich die Atmosphäre aus einer entgrenzten Mannigfaltigkeit kultureller Symbole, Hoffnungen und Wünsche zusammen, die in diesen Raum projiziert werden oder in ihm aus dem Boden schießen. Erst im situativen Erleben des den Straßenraum betretenden Individuums kommt dieses Amalgam zur Wirkung. Also, bezogen auf die Frage von vorhin, für Hasse entstehen Atmosphären erst, wenn der Mensch hinzutritt. Einen ganz anderen Ansatz, Atmosphären empirisch einzufangen, hat das Stadtlabor Luzern unter der Leitung von Elisabeth Blum verfolgt. Innerhalb von 20 Monaten wurden 29 Experten, vorwiegend Künstler, Architekten, Politiker, Planer und Kunsthistoriker, zu ihren Wahrnehmungen und Erfahrungen von konkreten Orten und Objekten sowie zu der Entstehung, Herstellung und Interpretation atmosphärischer Wirkungen befragt. Die Videointerviews wurden in einem zweiten Schritt hinsichtlich des Themas Atmosphäre analysiert und die Aussagen in 7 Thesen zur räumlichen Wahrnehmung zusammengefasst.
Diese Thesen werden mit Zitaten aus den Interviews, aber auch aus der Literatur oder dem Film, mit konkreten Beispielen künstlerischer Projekte sowie mit Essays der Autoren erläutert. Elisabeth Blum sagt dezidiert, dass der Begriff Atmosphäre eine große, unscharfe Wolke ist, den sie mit den Interviews einkreisen will. Da, wie wir an Böhmes Begriffsbestimmung gesehen haben, atmosphärisches Empfinden auch immer etwas Subjektives ist, gibt es für Blum so viele Facetten des Atmosphärischen, wie es befragte Meinungen gibt. Blum definiert die räumliche Wahrnehmung als Ad-hoc-Montage von Situationen, Bildern, Erinnerungen oder Wissen. Unsere Wahrnehmungen sind wie Blasen in einem Topf kochenden Wassers. Sie entstehen, wir wissen nicht wann und wo und für wie lange. Sie bewegen sich, platzen, machen anderen Platz. Das Zusammenspiel zwischen dem Dauerhaften des realen Raumes und der Flüchtigkeit der Montage macht für Blum das Spezifische der räumlichen Wahrnehmung aus. Den gestaltenden Disziplinen, so Blums zentrale Forderung, muss es um das Assoziative, um das Intuitive, Erinnerte, Narrative gehen, das auf der Subjektseite der Atmosphäre steht. Es geht nicht um Tatbestände, um ein an sich, sondern es geht um Wirkungsweisen, um ein für sich. Die Montage ist dabei für sie ein geeigneter gestalterischer Zugang. Eine Situation für sich herrichten heißt also, vorgefundene und hinzugefügte atmosphärische Bestandteile in eine zufällige oder zu entwerfende Beziehung zueinander zu bringen. Assoziationen sind bei diesen Versuchen unverzichtbar. Es ließen sich noch weitere zeitgenössische Forschungen beschreiben, wie beispielsweise die von Alban Jansson, der zusammen mit Thorsten Böcklin bei der Analyse zentraler Plätze Venedigs den Stadtraum weniger gegenständlich als ereignishaft beschreibt und dessen szenische Qualitäten hervorhebt. Und vor kurzem hat ebenfalls Alban Jansson mit Florian Tigges ein Wörterbuch Grundbegriffe der Architektur herausgegeben, in welchem Stichwörter wie Grundriss, Eingang, Treppe aus der Perspektive des sinnlichen Erlebens und nicht aus einer Entwurfshaltung heraus definiert werden. Wie ich einleitend erwähnt habe, ist all diesen zeitgenössischen Forschungen gemeinsam, dass sie sich auf phänomenologische Ansätze stützen. Gernot Böhme, Hermann Schmitz, Martin Heidegger, Otto Friedrich Bollnow, Bernhard Waldenfels. Ich vertrete jedoch mit meinen eigenen Forschungen die These, dass die Städtebautheorie durchaus auf zahlreiche historische Ansätze zurückgreifen kann, die vom Raum als Wahrnehmungsqualität ausgehen und dass diese Theorien in unterschiedlichem Maße Anregungen für den Entwurf von zeitgenössischen sinnlichen Stadtsituationen sein können. Den untersuchten städtebautheoretischen Ansätzen ist quer zu ihrer Entstehungszeit und den damit verbundenen Zeitgeist gemeinsam, dass sie den Menschen von seiner Wahrnehmung aus definieren und sich hier größtenteils nicht auf die visuelle Wahrnehmung beschränken, sondern den menschlichen Körper und seine Bewegung grundlegend einbeziehen. Der Architekt August Endell hat diesen Perspektivwechsel bereits 1908 skizziert, als er forderte, Zitat, dass das Wesentliche überall nicht das Objekt, sondern das Gefühl, die Erregung, die es hervorruft, zu sein hat. Zitat Ende. Der Kunsthistoriker Albert Erich Brinkmann basiert Anfang des 20. Jahrhunderts seine Städtebautheorie auf der Wahrnehmungsperspektive eines sich durch den gesamten Stadtraum bewegenden Fußgängers, der nicht nur sieht, sondern das Gebaute außen kinästhetisch, also mit seinem Körper und Körper leiblich wahrnimmt in der Bewegung. Für Brinkmann ist der Körper des Menschen ein materielles Gefülltsein, dessen Volumen, Zitat, wir fühlen, ohne dass der Augensinn die geringste Mitwirkung hat. Und mit dem ersten Armheben ist die Vorstellung des Volumens außer uns, des Raumes, gewonnen. Zitat Ende. Zentraler Begriff in Brinkmanns wahrnehmungsorientierter Städtebautheorie ist das Raumgefühl. Das Primäre alles architektonischen Gestaltens ist das Raumgefühl, das wiederum seinen Ursprung in der Empfindung des Menschen für eine bestimmte Körperlichkeit hat, also psychophysisch ist. Die Empfindung von Körperlichkeit bezieht sich dabei sowohl auf den eigenen Körper des Menschen als auch auf die plastischen Körper und Raumkörper des physischen Außen. Die Fähigkeit, das eigene Gefülltsein, Böhme würde sagen, den eigenen Leib, zu empfinden, ermöglicht es den Stadtnutzer, die äußeren Raumkörper nicht nur aus der Distanz zu sehen, sondern sich gleichsam mit dem eigenen Körperleib in den Raum einzuschreiben, dessen Form mitzuvollziehen und von ihr angeregt zu werden. Ein Platz umhüllt und lässt mit seiner ruhenden, flächigen Form die Bewegung zum Stillstand kommen.
Die Linearität der Straße zieht das Auge und den Körper des Fußgängers in die Tiefe. Die Fähigkeit, Raum zu fühlen, gibt dem Architekten die gestalterische Möglichkeit, auf die sinnliche Wahrnehmung des Stadtnutzers einzuwirken. Dies verdeutlicht Brinkmann am Begriff des Rhythmus. Straßen und Plätze als positive Gebilde aufzufassen, sie als bestimmt begrenzte Luftvolumina statt als formlose Reste zwischen Baublöcken zu geben, sie in gute Größenverhältnisse zueinander zu setzen, endlich sogar rhythmische Funktionen in ihrer Raummasse zum Ausdruck zu bringen, ist höchste architektonische Aufgabe im Stadtbau. Es ist derjenige Ausdruck seiner Kunst, der am unmittelbarsten auf den Bewohner einer Stadt wirkt. Denn dessen eigene Körperlichkeit, die Basis jeglichen räumlichen Empfindens, wird sich selbst bewegend in diese rhythmische Bewegung hineingezogen. Erhöht Fröhlichkeit und Stolz und Kraft erfüllen sie. Der Bewohner stellt nicht nur den Rhythmus vor, sondern schafft ihn neu. Vielleicht sogar, ohne dass der Rhythmus im Kunstwerk ihm überhaupt Vorstellung wurde. Der gestaltete Rhythmus von Raum und Baukörpern fordert den Stadtbewohner zur Bewegung auf. Dieser vollzieht ihn jedoch nicht nur bewusst oder unbewusst nach, er schafft ihn auch neu. Der bauliche Rhythmus des Stadtraumes wird zu einem lebendigen Rhythmus, zum körperleiblichen Bewegungsrhythmus des Menschen. Brinkmann spricht folgerichtig auch vom Lebendigwerden des Raumes. Mit Brinkmanns Städtebautheorie wird der wahrnehmende Stadtbewohner zu einem integralen Bestandteil des Stadtraumes. Er steht diesem nicht mehr passiv betrachtend gegenüber, sondern er wirkt am Stadtraum mit. Es geht um die Wahrnehmung von innerer und äußerer, subjektiver und objektiver, eigener und fremder Räumlichkeit. Man baut so, wie man sich selbst empfindet, schreibt Brinkmann in seinem Spätwerk und verdeutlicht damit noch einmal punktiert, dass Städtebau für ihn vom subjektiven Erleben und nicht vom physischen Produkt auszugehen hat. Für Fritz Schumacher, ein Zeitgenosse Brinkmanns, ist Architektur die einzige Kunst, für deren vollständige Erfassbarkeit es neben der visuellen Wahrnehmung der Bewegung bedarf. Ihr richtiges Betrachten setzt in jedem Augenblick eine mitschöpferische Arbeit voraus, die in diesem Bewusstsein der Zusammenhänge liegt. Es handelt sich dabei um etwas unmittelbar lebendig in uns Wirksames. Wir tasten das organische Raumgefüge nicht nur mit dem Auge, das es in Bilder zerlegt, sondern durch die Bewegung mit unserer ganzen Körperlichkeit ab. Dadurch leben wir in dem Organismus, wir werden gleichsam Teil von ihm. Architektur entsteht erst im auf Bewegung basierenden menschlichen Wahrnehmungsprozess. Damit schließt Schumacher unmittelbar an Brinkmann an. Das Subjekt wird jedoch gegenüber dem physisch objekthaften Außen noch einmal gestärkt, wird doch das Gebaute erst durch den Menschen lebendig, beziehungsweise ist das Gebaute auf die aktiv-schöpferische Wahrnehmung des Menschen angewiesen, um vollständig sein zu können. Das bauliche Werk hat anderen Kunstwerken gegenüber die Eigentümlichkeit, an sich unvollendet zu sein. Es vollendet sich erst dadurch, dass der Mensch, für den es geschaffen ist, als sein Mittelpunkt hinzutritt. Stadtraum wird also nicht auch in der Bewegung wahrgenommen, diesen Aspekt führt Brinkmann neu ein. Stadtraum wird mit Schumacher nur in der Bewegung wahrgenommen. Ähnlich wie Brinkmann geht es Schumacher um das Scheinen der Dinge, wir würden heute sagen um die sinnliche Wirkung. Es geht ihm nicht darum, wie diese Dinge tatsächlich beschaffen sind, wie sie gebaut oder konstruiert sind. Das, was ästhetisch in Betracht kommt, ist nicht die Realität, sondern die Wirkung der Dinge. Wenn es in der Baukunst neben dem Dies bedeutet, zugleich ein Dies ist gibt, so gewinnt auch das Dies ist erst seine künstlerische Wirkung, wenn es zugleich für den Betrachtenden zum Dies bedeutet weiter wächst. Nicht die Tatsache konstruktiver Korrektheit, sondern die Tatsache der konstruktiven Suggestionskraft kommt künstlerisch in Betracht. Und in der Unterscheidung zwischen dem Dies ist und Dies bedeutet erinnere ich an Elisabeth Blum, die unterscheidet zwischen an sich und für sich. Spricht Schumacher von der motorischen Macht der städtebaulichen Taktik, die es anzuwenden gilt und mit der ein sinnliches Stadterleben initiiert werden kann, geht es Gordon Cullen, ein Vertreter der britischen Townscape-Bewegung Mitte des 20. Jahrhunderts, um das urbane Drama. Seit den 1940er Jahren entwickeln zahlreiche Artikel der Fachzeitschrift Architectural Review unter dem Begriff Townscape eine wahrnehmungsorientierte Auffassung von Stadt, die auf den Prinzipien der englischen Landschaftsästhetik der Picturesque-Theorie des 18. Jahrhunderts basiert.
Uwe Dale Price veröffentlicht 1794 sein Essay on the Picturesque, in dem es ihm darum geht, durch Gestaltungsprinzipien wie Vielfalt, Unregelmäßigkeit, Rauheit und Komplexität sinnliche Wahrnehmungsangebote wie Irritation oder Anregung zu schaffen. Diese Prinzipien sind für Price durch Komposition miteinander zu verknüpfen. Die zentralen Protagonisten von Townscape, Gordon Cullen, Nikolaus Pevsner und Hubert de Croning Hastings, übertragen diese Prinzipien 150 Jahre später auf die Stadt. Townscape ist eine visuell orientierte Städtebautheorie für einen sich fußläufig durch den Stadtraum bewegenden Menschen. Entscheidend ist jedoch, dass Townscape das Sehen emotional, intuitiv, erinnernd und assoziativ definiert. Indem Gordon Cullen in seinem Buch Townscape das Sehen nicht als Information verarbeitendes Wahrnehmen einer physischen Umwelt auffasst, kann er Stadt als dramatisches Ereignis begreifen und dem Städtebau die Funktion zuweisen, stadträumliche Bilder bzw. Bildszenen für dieses dramatische Ereignis zu schaffen. Der Begriff des Bildes wird dabei sowohl subjektiv im Wahrnehmenden angesiedelt, als auch objekthaft, als gebautes, bewusst inszeniertes Ensemble verstanden. Beide Bildverständnisse sind in einen Erlebensprozess eingebettet. In der Bewegung und durch Erinnerung, Wissen, Gefühle und Assoziationen wird aus der räumlichen Abfolge städtebaulicher Bilder eine Bildgeschichte. Aus dem auf physischem beruhenden Bild wird ein narratives Bild. Dieses Narrative offenbart sich in Cullens immer wieder verwendeten Begriff der Szene, den er wie im Theater als Wechsel einer Bildsituation innerhalb des urbanen Dramas versteht. Unser Ziel heißt, die Elemente der Stadt so zu mischen, dass unsere Gefühle dadurch angesprochen werden. Eine lange gerade Straße bewirkt wenig, weil der erste Augenblick schnell verarbeitet ist und monoton wird. Der menschliche Geist reagiert auf Kontraste, auf den Unterschied zwischen den Dingen. Und wenn zwei Bilder, die Straße und der Park, zu gleicher Zeit im Gedächtnis sind, wird ein lebhafter Kontrast empfunden und die Stadt wird in einem tieferen Sinne sichtbar. Sie wird durch das Drama der Juxtaposition, des harten Nebeneinanderstellens, lebendig. Für Cullen, und dies ist ein Unterschied zu Brinkmann und Schumacher, ist Städtebau keine Raumkunst, sondern eine Beziehungskunst. Materielles Gefülltsein, Raumgefühl, Rhythmus, Suggestionskraft, Drama. Die an der sinnlichen Wahrnehmung orientierten Ansätze ließen sich erweitern. Erhellend zum Lesen ist zum Beispiel ebenso Camillo Sitte, Karl Henrici, Oskar Snart, Kevin Lynch, und zwar nicht nur das Bild der Stadt, Robert Venturi und Denise Scott Brown, und zwar nicht nur Learning from Las Vegas, Christopher Alexander oder Christian Norberg Schulz. Sie zeigen, dass in der Städtebautheorie durchaus nicht nur die auf Erklärbarkeit abzielende Frage, was Stadt ist, Thema war, sondern dass ebenso die auf Erlebbarkeit fokussierende Frage, wie Stadt wahrgenommen wird, diskutiert wurde. Nun könnte man zu der Feststellung kommen, dass der momentane Wunsch nach Sinnlichem, die Forderung nach Atmosphäre, ein schnell verflogener Zeitgeist ist. Ich persönlich glaube das nicht. Im Zeitalter der zunehmenden Aufhebung der Grenze zwischen Realem und Virtuellem, im Zeitalter der permanenten Verfügbarkeit und digitalen Kontrolle, bietet der Stadtraum eine wichtige materielle Gegenwelt des konkreten, sinnlichen und unmittelbaren Erlebens. Dieses Potenzial hat die Städtebaudisziplin bisher nur ansatzweise erkannt. Im Stadtraum ist der Mensch physisch, körperleiblich und sinnlich anwesend und bei sich. Hier ist er nicht austausch- oder wegklickbar. Hier geht es nicht um Information und Wissen, sondern um ein Gewahr- oder Betroffenwerden, um ein sich selbst Bewusstsein, um unmittelbare körperliche Kommunikation. Wenn die Städtebaudisziplin sich durchringt, über das visuell Objekthafte, das Erleben in den Blick zu nehmen, das Atmosphärische als Dimension ihres Gestaltens anzuerkennen, ihr Menschenbild um das Sinnlich-Emotionale zu erweitern, dann kann sie meiner Meinung nach den komplexen Herausforderungen der heutigen Zeit begegnen und mögliche sinnstiftende Antworten anbieten. Gefragt ist eine urbanistische Wahrnehmungslehre, eine Stadtästhetik des Gebrauchs. Der Zusammenhang ist mir wichtig, eine Stadtästhetik des Gebrauchs, die sich nicht nur gegenüber phänomenologischen Argumentationen positioniert. Die Städtebautheorie ist, oder Disziplin ist auch von anderer Seite unter Druck.
Stadtmarketing, Immobilienwirtschaft und global agierende Markenkonzerne haben schon frühzeitig erkannt, dass die zentrale Ware des postindustriellen Zeitalters das emotionale Erlebnis ist, das es zu vermarkten, mit dem es Konsumenten zu binden, Stadtteile aufzuwerten gilt. Dabei, Zitat, ist die Architektur nicht mehr nur ein Bestandteil der Vermarktung unserer Umgebung, sondern sie ist zum wesentlichen Inhalt der Vermarktung geworden. Zitat Ende. Branding als städtebauliche und architektonische Strategie und Brandscapes als deren stadträumliches Ergebnis führen zu einer substanziellen Unterwanderung des ethischen Verständnisses der Städtebaudisziplinen. Zunehmend geht es um emotionale Manipulation statt um Wahrnehmungsfreiheit, um ökonomische Verwertbarkeit statt um Solidarität, um eine Verräumlichung von Markenwerten statt einer Verräumlichung kultureller Werte, um eine Privatisierung der Wahrnehmung statt einer Zugänglichkeit zur Vielfalt städtischer Wahrnehmungsangebote. Es geht um eine Macht über Bilder statt um Bildmacht. Ich glaube, dass die Städtebaudisziplin mit den genannten und weiteren historischen Städtebautheorien einen inhaltlichen und methodischen Fundus besitzt, welcher einer oberflächlichen Stadtästhetik für eine Erlebnisgesellschaft Substanzielles entgegensetzen kann. Stadtästhetik des Gebrauchs als materielle Gegenwelt des sinnlichen, unmittelbaren, brauchbaren, unvorhersehbaren, aneignungsfähigen und alltäglichen. Darum sollte es uns gehen. Der Wahrnehmende ist nicht Konsument, Zielgruppe potenzieller Käufer, dessen Glücks- und Ergebnissuche kurzfristig zu befriedigen ist. Stadträumliche Situationen, öffentliche Räume schaffen, darum sollte es uns gehen, Räume, die den Menschen sich seiner selbst gewiss werden lassen, ihm seine eigene Lebendigkeit spüren lassen und nicht eine Verkaufsstrategie oder ein Programm. Das heißt, im Mittelpunkt einer so zu definierenden Städtebaudisziplin muss ein öffentlicher Raum stehen, in dessen wesentliche Prinzipien konzeptionelle Offenheit, soziale Aneignung, Offenheit und Pluralität der Wahrnehmungsangebote, eine Mehrwertigkeit und eine Mehrdeutigkeit stehen. Öffentlicher Raum ist nicht ein inszeniertes Bild, sondern eine durch aneigenden Gebrauch abgenutzte, erneuerte, gealterte, gelebte städtebauliche Situation. In diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen, die alten Bücher zu lesen und hoffe, Sie ein bisschen neugierig gemacht zu haben. Danke.